Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon, Another Story. Diesmal unterwegs mit Shibusa und wir sind hier in einer Höhle, um Sailor Moon zu befreien und haben hier Gegner. Castor und Pollux. Hey! Zwei Sternchen. Jetzt müssen wir mal gucken, welches denn von diesen Attacken mehrere angreift. Jawohl. Riesige Wasserwelle. Shibusa, mach einfach nichts. Lass mal die Großen spielen. Die Großen wissen, wie das geht. So, jawohl. Also, schadenstechnisch sind wir zumindest mit Venus, Uranus und Saturn gut aufgestellt. Vor allem, wenn Venus der Meinung ist, hier irgendwas massiv durch die Decke schießen zu lassen an Schaden. Die Frage ist nur, Illusionen, die können immer noch Leute verwirren. Nicht geschafft. Sehr gut. Wenigstens etwas. Die erste ist weg. Das ist gut. 48, das ist so lächerlich. Aber egal, mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte sie uns liefert. Alter, die hält ja was aus. Es sind hier schon kleine Bossgegner. Tschüss. Wie viele Erfahrungspunkte gibt es? 3050. Ey, überlegt euch das mal. Die letzten Gegner, die wir besiegt haben, haben 900 Erfahrungspunkte gebracht und die liefern hier 3050. Das ist echt übertrieben. Oh, das ist eine Kiste. Oh. Ja gut. Castor und Pollux kommen jetzt hier die ganze Zeit an. Aber gut, es gibt halt Erfahrungspunkte, das ist okay. Damit komme ich klar. Vor allem, die haben alle noch ein Level abbekommen, dadurch, dass sie Little Lady besiegt haben. Small Lady? Small Lady? Little Lady? Black Lady! Black Lady. Ich meine Black Lady. Also das böse Shibusa-alter Ego. Black Lady. Sag ich doch Black Lady. Und ja, trotzdem ist Sailor Moon immer noch in der Gewalt von Diamond. Ja, hier werden einfach alle rausgesucht. Ja, ist echt so. Ich finde das Regenbogenhalsband. Ist das etwas, was vielleicht Shibusa ein bisschen nützlich macht? Dem bringt ja schon mal ein bisschen was. Fußketten bringen auch was. Die brauchst du hier immer. Tatsächlich erhöht das massiv die Angriffskraft. Senkt aber das Tempo. Nee, erhöht das Tempo. Macht alles besser. Ja, darfst du nehmen. Wie sieht es mit der Halskette aus? Schauen wir nochmal. Erhöht zumindest das Tempo nochmal auf 110. Das Diadem erhöht die Verteidigung. Das senkt. Der Rest liefert nichts. Nehme ich das Diadem mit oder packe ich ihr Fußkette? Nee, wir nehmen das Diadem. Mal gucken. Vielleicht hat das mal was gebracht. Das wäre ja bombastisch, wenn Shibimoon zu irgendwas nützlich wäre. Was geht denn hier ab? Wo geht's denn hier lang? Wir probieren es einfach mal aus. Wir geben ihr nochmal eine Chance. Ist ja nicht so, dass wir ihr schon 5000 Mal eine Chance gegeben hätten. Gucken wir mal. Zuckerherzen. 7. Okay, Shibusa bleibt einfach eine schlechte Statistenrolle. Opfergestalt. Wie soll es auch anders sein?
Okay, zum Glück haben wir ja noch die anderen vier. Die anderen vier sind cool. Also zumindest cooler. Nein. Du darfst weiter dein Platschewasser machen. Du darfst einfach in der Ecke stehen und heulen. So, aber hey, zumindest weicht sie vernünftig aus. Das ist gut. Die Angriffe sind, kommen nicht so gut an. Das finde ich herrlich. So. Super. Ja, was haben wir hier? Okay. Wir gehen jetzt hier nochmal. Wahrscheinlich gehen wir hier jetzt den Weg wieder zurück oder so. Wäre mir zumindest kein Wunder, wenn. Och ja, Castor und Pollux. Ich hab euch gern. Aber zum Glück ist ja, werden die Attacken gespeichert. Das heißt, wir können einfach A gedrückt halten und abwarten. In der zweiten Runde sind sie dann besiegt. Meine Sailor-Krieger bekommen Erfahrungspunkte. Sogar gar nicht so knapp. Ich meine, bei 3000, das heißt 5-mal besiegen, sind schon 15.000 Erfahrungspunkte. So viel hat Black Lady nebenbei gebracht. Und Black Lady hat definitiv mehr Schaden gemacht als die hier. So massiv kampflastig hier alles gerade. Aber mal gucken, vielleicht haben wir Glück und es gibt hier noch ein paar Level-Ups. Nope. Vor allem, wir brauchen keine Yen mehr, ne? Wir haben so viele... Ah, haha, da ist noch eine Kiste. Wir haben mittlerweile so viele Yen gesammelt, dass wir gar keine mehr sammeln können. Bei 999.999 ist nämlich Schluss. Das finde ich eigentlich auch ziemlich ulkig. So, aber die Kämpfe werden jetzt langsam herausfordernder. Also man, das sieht zwar jetzt ziemlich schwach aus, aber vor allem die Bosskämpfe benötigen dann doch gelegentlich mal, ein paar Items. Und das finde ich halt eben ganz gut. Das ist so eigentlich die Balance, die man schon, die man so innerhalb eines Spiels immer aufrechterhalten sollte. Dass die Kämpfe halt eben nicht zu einfach oder zu schwer sind. In diesem Spiel ist es halt eben echt so, entweder sind die Kämpfe nicht schwer, weil die Gegner zu wenig Schaden machen, aber die Kämpfe einfach in die Länge ziehen dadurch. Oder sie sind einfach super einfach, weil die Sailor-Krieger so dermaßen overpowered sind, dass sie halt eben alles one-shotten. Und jetzt ist gerade eben der Moment, wo die nicht alles one-shotten, aber die Gegner wieder keinen Schaden machen. So, aber es bringt auch nicht, hier jetzt wieder Power-Leveling zu betreiben, weil es geht ja. Ja. Die Kämpfe sind nicht sonderlich lang, sie sind für ein Rollenspiel, also für so ein RPG, eigentlich schon ausreichend, vernünftig tatsächlich sogar. Aber ihr seht es halt eben selber, die Gegner kommen hier mit Illusionen. So, Illusionen trifft vielleicht ein. Ja, siehst du, jetzt hat Sailor Merkur erwischt. So, und das war's dann halt eben so mit Schaden. Okay, gut, Merkur schlägt Chibiusa. Finde ich in Ordnung. Und ja, das ist im Grunde alles. Und ich denke mal, wenn die nächste Luna P vor der Nase steht, sollten wir nochmal speichern und heilen. Weil ich wette fast, dass wir hier drei... Ich meine, guck mal, die machen drei Schadenspunkte. Und wir machen halt eben ein paar tausend Schadenspunkte. Und dieser Kampf dauert trotzdem halt eben so massiv lange. Also das Balancing ist... Nee. Also, nee. Und wie gesagt, vor allem dieser Random Shizzle in den letzten, keine Ahnung, zweieinhalb Spielstunden... Ging ja mal richtig auf den Senkel. Aber gut, es geht voran, endlich mal. Nachdem ich auch mal zweimal in die Komplettlösung gucken musste. Yay, Shibimon hat ein Level Up. Sie hat ihre Chancen vertan. Sailor-Kriegerin, es ist mein Wunsch, meinen Bruder aufzuhalten. Ich kann es aber nicht alleine tun.
Denkt bitte an meine Bitte an euch. Okay. Ich finde ein Mondpudding. Pudding. Okay, diese Tür sieht schon sehr verdächtig aus. Hier sollten wir nochmal einmal kurz ein paar Jagersuppen verteilen, glaube ich. Ja, komm, machen wir einfach. Vorsicht ist besser als Nachsicht an dieser Stelle. Ach toll. Da ist er. Ich habe gehört, dass die Prinzessin den Rosenkristall gesucht hat. Es ist gut, dass ich ihnen den weggenommen habe. Obwohl es der Prinzessin dieser Zeit nichts ausmachen würde. Prinz Diamond, hör sofort auf! Woher kennt ihr diesen Ort? Saphir? Genau so ist es. Bruder, selbst wenn wir dieselben Dinge wieder tun, wird es nichts nützen. Du willst, dass die Prinzessin dir gehört, aber ich verstehe. Wie auch immer, ich kann sie nicht bekommen, egal wie ich es, was ich tue. Dann... Bruder, pass auf! Stirb! Saphir! Bruder, schnell! Hilf Sailor Moon! Dann können wir auch... Saphir! So, so. Es sieht aus, als ob die Geschwister ähnliche Gefühle hätten. Sin! Ihr seid also auch hier. Wie Prinz Diamond haben wir auch andere zum Leben erweckt. Wir kämpfen dafür, den Rosenkristall zu bekommen. Und diejenigen, die sich uns in den Weg stellen, werden ihren Tod finden. Ich werde das nicht zulassen. Diamond braucht Hilfe. Denkst du, du könntest das mit mir aufnehmen? Nein, ganz sicher könnte Sailor Shibimon das nicht. Sehen wir doch mal das Ganze sehr realistisch. So, Schwert der Venus. Du darfst mit Wasser planschen, Merkur. Du machst einfach erstmal eine Verteidigungsrolle. Macht des Schwertes. Und natürlich Wiederkehr des Todes. Okay. Die Gute macht schon ein bisschen mehr Schaden. Und ich glaube... das betrifft diesmal alle. Ah, wenigstens eine, die noch über 1000 Schaden macht. Oh, zwei, die über 1000 Schaden machen. Umso besser. So, du darfst diesmal ein Item einsetzen. Und zwar darfst du... Wo haben wir sie denn? Die Rote Kolonie einsetzen. Nee, das bringt noch nichts. Menübox, du heilst erstmal alle. Und ihr macht einfach weiter Schaden. Ihr macht das, was ihr am besten könnt. I, Giftnebel. Zwei sind vergiftet. Uranus und, Useless. Aber egal. Schaden kommt trotzdem bei rum. Und das nicht zu knapp. So. Okay, das bringt nichts. Wir machen hier mal physischen Angriff. Plansch mal weiter mit dem Wasser. Nein. Moment. Du? Musst auf jeden Fall... Die anderen Stati verändern. Bei 300 Wiederbelebung löst die Verzauberung. Eisscherben, Wecker, Kotelett. Heilbad, das war's. Nein, nicht auf Shibusa. Shibusa ist mir egal. Auf Uranus. Du nimmst auf jeden Fall die Eau de Cologne. Und... dein Schaden ist zu wertvoll. Du musst leider nochmal eine Runde extra gehen.
Windschnitt tut natürlich weh. So. Das war jetzt natürlich schade. Dann macht das Schwert das natürlich wesentlich mehr zieht. Heilbart jetzt auf Shibusa. Shibusa nutzt Menübox, um uns zu heilen. Und ihr macht einfach weiter Schaden. Ja, das war gut, dass wir das so gemacht haben. Und Shibusa ist wieder safe. Jetzt können wieder alle ihren Angriff machen. So, ich muss mal echt gucken, wer eigentlich, ich versuch's hier aber mit Kraft des Wassers, wie sieht's denn hier mit dem Zuckerherzen aus? Wir probieren's einfach nochmal, weil Lebenspunkte haben wir noch genug. Ist ja kein Wunder, warum die damit keinen Schaden macht. Weil Shibusa die ganze Zeit auf die Füße zielt. Also Sailor Venus kämpft als spielt als letztes. Das heißt, wir nehmen sie, um die Leute aufzutanken. Sie heilt. Sie schlägt einfach zu und sie macht einfach wieder die Nummer. Oh, aber Venus hat auch ganz schön gelitten gerade, sehe ich gerade. Die hat nur 100 Lebenspunkte gehabt. Lol. Einfache Schläge tun einfach gar nichts. So, weil jetzt hat es sich richtig gelohnt, wenn die Person, die als letztes diese Attacken macht. Moment. Nee. Geht einfach nichts. Na gut. Dann diesen kleinen Bonusschaden machen wir einfach mit. Nee, du kannst erstmal verteidigen. So, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bis darauf, dass Merkur auch irgendwie nicht so ganz weiß, was es bedeutet, Schaden zu machen. Aber dafür macht Venus hier gewaltig Power. Greift eigentlich vor Venus an. Uranus, glaube ich, war das. Das ist blöd. Weil ich hatte jetzt überlegt, vielleicht wäre es ja möglich, dass Uranus... Nee, sie macht einfach ganz normal weiter. Dass wir die, die EP sozusagen sinnvoller aufbrauchen, damit wir nicht so viele Runden hier machen müssen. Nee, schade. Aber Venus kann eh nicht viel machen, deswegen machen wir die Runden wie, so, wie zuvor auch. Zumindest ist noch der Angriff von Uranus dabei. Boah. Also die Tritte von Sin sind auf jeden Fall schon ziemlich bitter. Und zack, das Eau de Cologne hilft uns wieder massiv drauf zu prügeln. Wait. Ah, okay. Ich dachte gerade eben, dass sie schon wieder irgendwelche Items durch die Gegend schickt. Tut sie aber gar nicht. Giftnebel. Yay! Das hat man schon lange nicht mehr. Ah, hat alle verfehlt. Umso besser. Yay!
20.000 Erfahrungspunkte. Uäh. Was war das? Es hat keinen Zweck. Ich muss mich zurückziehen. Ich habe das, was ich in dieser Zeit wollte. Es wird Zeit, dass diejenigen, die uns verraten haben, dafür bezahlen. Und das ist für meine Eltern. Ja. Geht es dir gut? Vergib mir, Sailor-Kriegerin. Das ist nicht das Schicksal, das ich wollte. Wenn ich das Schicksal ändern könnte, würde ich dafür sorgen, dass keine Kämpfe mehr stattfinden. Sailor-Kriegerin, geh zurück in die Zukunft. Wenn sich die Zukunft nicht verändert, dann wird die Gegenwart... Ah, der Rosenkristall! Yay, wir haben den Rosenkristall. Sailor Moon... Miau. Miau. Ah, Luna! Ist Diamond... Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ja. Lass uns in die Gegenwart zurückkehren. Miau, miau, Kapitel 4. Du hast hart gekämpft. Also kannst du jetzt speichern. Speichern? Ja, wir wollen speichern. Bitte. Und ab geht's weiter nach Kapitel 5. Also wurde der Rosenkristall gestohlen. Aber wie erwartet haben wir einen der Regenbogenkristalle? Ich frage mich, ob das Schicksal sich ändern wird. Ist schon gut, Ansha. Das wird es bestimmt. Lass uns doch noch mehr Schicksale ändern. Ich muss die Kishal besorgen. Ich muss mir Kishal borgen. Herrin Apsu, bitte ändert das Schicksal eines Jungen namens Shingo Tsukino. Er ist der kleine Bruder von Bunny Tsukino. Sie ist Sailor Moon, diejenige, die uns im Weg ist. Shingo Tsukino ist zu nah am mystischen Silberkristall. Dieser verliert langsam seine Kraft. Aber bis jetzt ist seine Kraft noch sehr groß. Bis ich die Schicksale mit meiner eigenen Kraft ändern kann, zerstöre das Schicksal von Shingo Tsukino. Herrin Apsu, euch geht es immer schlechter. Ich muss Herrin Apsu den Silberkristall bringen. Oh? Was um alles in der Welt ist das? Es ist so süß. Ist schon gut. Komm, ich hole dir etwas zu essen. Bunny. Tut mir leid, ich habe dir Sorgen bereitet. Mamoru. Hey, jetzt, ach, nicht so ein Gesicht. Es geht mir schon viel besser. Bist du nicht froh, Bunny? Mamoru hat sich vollständig erholt. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war es nicht seltsam? Warum? Der Feind hatte es auf den geheimnisvollen Silberkristall abgesehen, den du und Shibusa besitzt, nicht wahr? Wieso haben sie Mamoru, der Tuxedo Mask ist, davon abgehalten, wieder gesund zu werden? Wenn sie mich besiegt hätten, könnten sie die Geschichte indirekt verändern. Mamoru, was bedeutet das alles? In meinem Traum habe ich mit Conceit und den anderen gesprochen. Sie sagten, dass eine Kreatur, die durch die Kraft des Merkurs geboren wurde, sich in der Zukunft der Erde nähern wird. Dieses eine Wesen hat die Macht, das Schicksal zu verändern. Aber sie wird nicht in der Lage sein, ihr eigenes Schicksal direkt zu ändern. Und sie kann das Schicksal derjenigen nicht direkt ändern, die den Silberkristall besitzen. Oder derjenigen, die sich gerade in dessen Nähe befinden. Oh, ich verstehe. Dann hat es keine Auswirkung auf meine Familie und auch auf euch alle, richtig? Weil der geheimnisvolle Silberkristall und mein Schicksal so lange getrennt waren,
waren sie in der Lage, mein Schicksal für immer zu ändern. Aber unseres genauso. Dadurch, dass wir in andere Welten und in die Vergangenheit gereist sind, werden wir zu lange getrennt. Auch wenn es nicht unser Schicksal direkt verändern kann, kann es das Schicksal derer ändern, die uns nahe sind. Ich frage mich, ob es nicht schon geschehen ist. Hm? Dann ist meine Familie auch? Es könnte gut möglich sein. Dann, wenn man alles zusammenzählt. Kann es denn möglich sein, dass dadurch eure Schicksale auch verändert wurden? Was sollen wir tun? Ich werde erstmal nach Hause gehen. Bunny, ist es okay, wenn ich mitkomme? Ja. Natürlich geht das in Ordnung. Setsuna, könntest du auch mit uns kommen? Okay. Da wir uns ja auch um diejenigen sorgen, die uns nahestehen, gehen wir auch erstmal nach Hause. Also, wenn etwas passiert, Bunny, treffen wir uns am Hikawa-Schrein. Genau. Ich mache mir auch Sorgen, also gehe ich auch erstmal nach Hause. Das werde ich auch tun. Wenn etwas passiert, ruf uns an und wir werden sofort kommen. Wir sehen uns, Bunny. Sag mal, wo geht ihr da eigentlich gerade raus? Ach so, das ist Mamorus Wohnung. Ich dachte gerade, wir sind am Schrein. Lasst uns auch gehen. Mamoru, ich werde dann auch gehen. Ruh dich aus. Ach, Bunny, mir geht es wirklich wieder gut. Und wenn etwas passiert, komme ich sofort zu dir. Pass auf dich auf, Bunny. Kapitel 5 – Nach dem Kampf. Na gut, ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns warten wird. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Ich glaube, das wird nämlich sehr witzig, weil Sailor Pluto ist gerade mal Stufe 16. Das finde ich nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Aber okay, das wird schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie wird. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das voll in die Hose gehen wird. Also dann. Auf nach Hause! Miau. Ich glaube, ich muss hier nur geradeaus. Ja, perfekt. Mamoru wohnt quasi nur die Straße entlang. Ist das nicht herrlich? Oh, apropos, was mit dir? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh, du siehst ziemlich müde aus. Diese Medizin sollte dich heilen. Oh, geil, der hat immer noch seinen Stoff. Wunderbar. Home sweet home. Uff, ich bin froh. Es scheint, dass bei mir zu Hause nichts passiert ist. Mal gucken, ob Mutti wieder da ist. Mutti ist wieder nicht da. Wie beim letzten Mal, als wir hier waren. Normalerweise ist sie hier mal kochen, aber nee. Irgendwie, nee. Niemand da, auch nicht im Wohnzimmer. Gar nirgends. Sehr seltsam, dass dir das noch nicht aufgefallen ist. So, hier haben wir noch eine USAP, aber die. Eine Luna P. Aber die ist uns egal. Im Schlafzimmer ist auch keiner. Aber wie lustig, dass hier ein Aschenbecher liegt. Na gut. Was ist los, Bruderherz? Was machst du hier, Bunny? Schon mal was von Anklopfen gehört? Das interessiert dich auch nicht. Ne? Shibuya, was ist los? Es ist, als ob die Energie aus meinem Körper ausgesaugt wurde. Irgendwie habe ich keine Energie mehr. Shingo, was ist das für ein Tier? Shingo, geh von diesem Tier weg! Es ist sinnlos, Sailor Moon. Dieser Junge gehört nun uns. Wenn du ihn zurück willst, drück den Silberkristall raus. Diese Stimme. Sin, du bist das, nicht wahr? Shingo hat damit nichts zu tun. Lass ihn in Ruhe. Oh, sogar die großartige Sailor Moon erblasst, wenn ihr Bruder betroffen ist, was? Ich habe gesagt, lass ihn in Ruhe. Wenn du ihn nicht gegen den Silberkristall tauschst, wirst du ihn nicht zurückbekommen. Hast du nicht auch einen kleinen Bruder namens Ansha? Kleine Brüder sollten für euch beide, für dich und Bunny wichtig sein. Richtig.
Daher wird Sailor Moon alles für ihn tun. Wie gemein. Wieso bist du so darauf versessen, den Silberkristall zu bekommen? Weil der Silberkristall das Schicksal, das wir uns wünschen, zerstört. Was ist das für eine Zukunft, die du dir wünschst, für die du sogar Schicksale ändern musst? Na gut, ich sage es dir. In der Welt, von der wir träumen, würden keine Kämpfe vom Silberkristall verursacht werden. Eine Welt, in der das Volk des Mondkönigreichs nicht gibt. Wovon sprichst du? Ist der Silberkristall nicht dafür da, um die Welt zu retten? Tja, da stellt sich die Frage, ob das wirklich so ist. Hat nicht der Stamm des Schwarzen Mondes die Reinigung durch den Silberkristall abgelehnt? Hat nicht sogar das Schwarze Königreich nach dem Silberkristall gesucht? Nun, wenn du den Silberkristall nicht hergeben willst, werden wir diesen Jungen behalten. Ich hoffe, dass du es dir gut überlegst. Shingo! Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau. Okay, macht der Mondnebel, macht auf. Oh, cool, ich muss diesmal nicht alle sagen, das war so lustig. Als alle... Das soll ich dachte, der heißt Cashier. Warum heißt er jetzt Kishar? Verwirrend. Ich glaube, das wird so dermaßen in die Hose gehen hier. Ich meine, guckt euch mal Sailor Pluto an. Oh, Time Stop. Bin mal gespannt. Oh, ich glaube, der hält gar nicht so viel aus. Wie mies. Klappt das jetzt wirklich? Das wäre ja zu witzig. Ah, der kostet aber 12. Dann müssen wir ja wohl... Ist ja wohl klar, was wir machen. Wir nehmen wieder ein Eau de Cologne. Und feuern hier weiter drauf. Also 10.000 Schadenspunkte hat er schon bekommen. So, einmal. Wirbel der Zeit. Nehmen wir den. Macht der Liebe. So, weil theoretisch... Oh, der war ja echt easy. Damit hat... Aber kassiert trotzdem erstmal 20.000 DP. Alles klar, Sailor Pluto steigt erstmal neues Level, kriegt 120 Lebenspunkte dazu und so weiter. Klaro, so muss das laufen. Shingo. Bunny. Haruka und Michio sind da. Na, sag sowas. Was ist los? Bunny, was hast du? Bitte komm rein, kommt rein, ihr zwei. Also, ist irgendwas passiert? Nö, alles gut. Bunnys kleiner Bruder Shingo wurde vom Feind entführt. Was ist mit euch beiden? Aus irgendeinem Grund wurde ich beim geplanten Rennen disqualifiziert. Die Violine, auf der ich immer spiele, ist verschwunden. Aber auch wenn ich das mit der Violine außer Acht lasse, ist dann noch etwas. Sie haben meine Rolle im Musical jemand anderem gegeben. Ich mache mir Sorgen. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Shingo. Es tut mir leid. Selbst wenn ich den Feind treffe, kann ich im Moment nicht kämpfen. Shingo ist... Ich verstehe, Sailor Moon. Du und die kleine Lady habt keine Kraft, um zu kämpfen. Tut mir leid, ich werde mich um Shibusa kümmern. Miau, miau, miau. Dead Logic? Okay, bringen wir sie erstmal... Speichern wir hier erstmal ab. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Wollen wir hier an der Stelle einen Cut machen? Ja.
wollen wir danach aber noch weitermachen. Ja. Warum? Weil wir es können. Also, bis gleich. Bald demnächst.